Liebe Zuschauer, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen, freue mich aber auch, einen Gast begrüßen zu dürfen, der bei uns schon oft Interviews gegeben hat, punkto Sicherheit, Martin Hess. Martin Hess ist Mitglied des Deutschen Bundestages und lange Zeit im Polizeidienst in Baden-Württemberg. Herr Hess, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Hallo, Herr Weber, grüße Sie. Herr Hess, unser heutiges Thema, ich habe die Überschrift gewählt, im besten Deutschland aller Zeiten, im sichersten Deutschland aller Zeiten, kann man das so sagen? Ja, leider ist genau das Gegenteil richtig, Herr Weber. Ich würde mir wünschen, es wäre so, aber wir müssen leider zur Kenntnis nehmen, dass wir im unsichersten Deutschland aller Zeiten leben. Die Gesamtthematik, Sie sehen es die letzten Tage, wir werden ja im Gespräch sicher darauf eingehen, Freibäder, die entsprechend zu rechtsfreien Räumen werden, die öffentlichen Straßen und Plätze werden zu rechtsfreien Räumen durch Clankriminelle. Wir haben immer mehr Messerdelikte, immer mehr Sexualdelikte. Also all das in der Gemengelage muss doch zum Ergebnis führen, dass wir hier ein massives Sicherheitsproblem haben. Und in den letzten Tagen wird das eben immer deutlicher und immer offenkundiger. Ich darf den Zuschauern und Ihnen mal kurz ein paar Grafiken einblenden. Berliner Bademeister, nicht Berliner, sondern Kaufbeuren, das in Bayern. Bayern galt ja immer als sicher. In Kaufbeuren, Bademeister stoppte Belästigung von jungen Mädchen. Das waren Syrer, die junge Mädchen zwischen 11 und 13 Jahren nicht belästigt haben, sondern sexuell schwer genötigt haben, nämlich an die Brust gegangen sind und an den Genitalbereich. Dann schauen wir uns an, das wussten Sie sogar Kinder wurden in brutale Schlägereien mit verwickelt im Freibad in Berlin. Rainer Wendt der Deutschen Polizeigewerkschaft fordert Konsequenzen. Dabei wird es wahrscheinlich bleiben. Wir schauen uns das an. Das ist aus unserer Freibad-Idylle geworden. Ganz Deutschland Schlägereien bis zum geht nicht mehr. Derjenige, der für die Bademeister, praktisch der Obmann der Bademeister, sagt, der würde seine Enkel nicht mehr hier in öffentliche Freibäder schicken. Massenschlägerei in Berlin, Freibad fürchterlich. Ja, Herr Hess, wenn wir das hören und wir werden noch zu weiteren Informationen kommen und das hat bei Weitem nicht den Anspruch der Vollzähligkeit, kriegen wir das irgendwann mal wieder im Griff oder fürchten Sie, dass bei dem, was wir im Augenblick erleben, bei der Toleranz, die an den Tag gelegt wird, gewissen Gruppen gegenüber, dass wir es nicht mehr im Griff kriegen? Wenn die derzeit Regierenden weiter an der Macht bleiben, dann müssen wir wirklich Sorge haben, dass die Zustände sich immer weiter verschlimmern und dass wir es tatsächlich nicht mehr in den Griff bekommen. Wir brauchen wirklich in der Politik eine andere Führung. Das, was wir hier erleben, ist letzten Endes ein Totalversagen aller relevanten Stellen, die im Bereich innere Sicherheit zuständig sind. Und dieses Totalversagen ist auf ein politisches Führungsversagen zurückzuführen. Sie haben es richtig angesprochen. Hier wird von Seiten der führenden Innenpolitiker, Sie haben ja auch den Namen der Bundesinnenministerin genannt, der Frau Faeser, werden hier irgendwelche Druckbilder an die Wand gemalt. Rechtsextremismus als größtes Sicherheitsproblem, obwohl das überhaupt gar nicht die Zahlen hergeben. Ich will nur zwei Zahlen exemplarisch nennen, damit auch die Zuschauer mal verstehen, wie hier sozusagen eine völlig falsche Priorität gesetzt wird. Wir haben in Deutschland derzeit, das sind ganz aktuelle Zahlen, 531 Gefährder aus dem islamistischen Bereich, also islamistische Terrorgefährder, und lediglich 81 Gefährder aus dem rechtsextremen Bereich. Also das Vielfache an islamistischen Gefährdern im Vergleich zu rechtsextremistischen Gefährdern. Wir haben bei den vom Generalbundesanwalt im Jahr 2021 neu eingeleiteten Terrorverfahren 258 im Bereich Islamismus, 10 im Bereich Linksextremismus und lediglich 6 im Bereich des Rechtsextremismus. Das sind doch klare Zahlen, die jedem zeigen, dass der Rechtsextremismus niemals die größte Sicherheitsgefahr sein kann. Wenn Sie dann noch zugrunde legen, das potenzielle Schadensausmaß durch Terroranschläge aus den entsprechenden Phänomenbereichen, dann müssen wir darauf verweisen, dass beim vereitelten Rizinanschlag in Köln vor ein paar Jahren bei der Umsetzung der dort geplanten schmutzigen Bombe mittels Rizinsamen
dass es dann dort zu 13.500 Toten und nochmal zu 13.500 Verletzten hätte kommen können. Das ist nicht eine Behauptung der AfD, das hat der Gutachter im entsprechenden Verfahren ausgesagt. Und das zeigt doch, dass hier ganz klar der islamistische Terror die drängendste und wichtigste Sicherheitsgefahr ist. Und auch in anderen Bereichen arbeitet man mit völlig falschen Prioritäten. Natürlich wird der Islamismus vernachlässigt dadurch, wenn ich alle Ressourcen in den Rechtsextremismus schiebe. Es werden der Linksextremismus vernachlässigt. Und all die Fälle, die Sie jetzt aufgezählt haben, nämlich die Fälle, die durch Clan- und Migrantenkriminalität entstehen, auch diese Fälle werden eben nachrangig behandelt, weil sie nicht in das ideologische Weltbild passen. Man leugnet schlicht und ergreifend, dass sich hier um massive Probleme einer völlig verfehlten Migrationspolitik handelt. Und hier liegt eben das Kernproblem. Es wird von Seiten führender Sicherheitspolitiker keine Sicherheitspolitik orientiert am tatsächlichen Lagebild durchgeführt, sondern orientiert an einem ideologischen Weltbild, das unpassende Realitäten ausblendet. Und das führt zu dem Desaster, das Sie auch jetzt hier skizziert haben. Ich habe während Ihrer Ausführungen ein paar Grafiken eingeblendet, die gezeigt haben, was alleine am vergangenen Wochenende los war. Also das hat lange nicht den Charakter der Vollzähligkeit. Jetzt sprachen wir davon, dass wir gesagt haben, die Anzahl der Taten. Sehen Sie anhand dessen, ich meine, Frau Faeser kann man natürlich nun nicht absprechen, dass sie, wenn man ihre Vita, ihre Biografie liest oder wenn man ihren Werdegang verfolgt, dass sie einen gewissen Hang hat zu Linken, auch zur Antifa. Und befürchten Sie, dass sie bei dem Linksextremismus nicht nur ein Auge zudrückt? Ja, das tut sie ja ganz offenkundig. Ich meine, es dürfte gemeinhin bekannt sein, dass die jetzige Innenministerin sich 2016 hat mit Antifa-Mitgliedern abbilden lassen, dass sie vor ihrer Ernennung zur Bundesinnenministerin im Antifa-Magazin einen Beitrag veröffentlicht hat und dass sie zwar immer behauptet, sie würde alle Extremismusformen mit der gleichen Werbe bekämpfen, aber wenn man sich die Taten anschaut, dann sieht man das genaue Gegenteil. Wissen Sie, bei der Personalie Faeser ist eben schon auffällig, wenn Sie sich auch jetzt wieder den aktuellen Vorfall anschauen mit diesen sogenannten Verfassungsschülern, wenn sich eine Bundesinnenministerin mit Teilnehmern eines Schulprojektes abbildet, wo bei diesem Schulprojekt eigentlich das Ziel ist, Schüler an die Demokratie heranzuführen, sie sozusagen tiefer in unsere Grund- und Werteordnung einzuführen, zu überzeugten Demokraten zu machen und diese dann bei einem Bild auf der mit der Innenministerin verfassungsfeindliche Grüße zeigen, der Grauen Wölfe, der Muslimbruderschaft, des IS und diese Innenministerin Islamisten nicht mal erkennt, wenn sie neben einem stehen und die Mitarbeiter nicht mal erkennen, dass hier solche verfassungsfeindliche Grüße gezeigt werden, bevor die Bilder veröffentlicht werden, dann muss man schon sagen, dass das fast schon mit ideologischer Verbohrtheit nichts mehr zu tun hat, sondern ich muss es so hart formulieren, Dilettantismus, Inkompetenz und Unfähigkeit scheint zum Regierungsmotto geworden zu sein. Und da müssen wir eben schnellstmöglichst Abhilfe schaffen. Wir werden mit diesem Führungspersonal, und das sage ich in aller Deutlichkeit, in eine immer schlechter werdende Sicherheitslage hineinrutschen. Das, was hier passiert, ist die Vernachlässigung, und zwar die bewusste und gewollte Vernachlässigung vitaler Sicherheitsinteressen unserer Bürger. Und wir haben keine andere Möglichkeit, als jetzt mal wirklich Flagge zu bekennen. Schauen Sie, es ist doch nicht mehr hinnehmbar, dass wir nicht mal mehr in Freibädern, in öffentlichen Freibädern ganz normal mit unseren Familien einen schönen Tag verbringen können. Wenn dort dann in Massenschlägereien, und das sind offenkundig Personen mit Migrationshintergrund, die diese anzetteln und dann auch durchführen, von mehreren hundert Personen, wenn dort dann unbeteiligte Frauen und Kinder hineingeraten, dann muss das uns doch etwas sagen als Bürger. Wir können doch nicht daneben stehen und sagen, das ist jetzt halt so, getreu dem Merkel-Motto, jetzt sind sie halt da. Das funktioniert doch so nicht. Wir als Bürger haben einen Anspruch auf Sicherheit in unserem Land. Das ist die oberste Aufgabe dieses Staates. Er muss für die Sicherheit der Bürger Sorge tragen. Und das, was hier passiert, ist das genaue Gegenteil. Und deswegen, Herr Weber,
Wir können das so nicht weiterlaufen lassen. Wir dürfen vor allem uns als Bürger nicht daran gewöhnen und sozusagen jetzt ein Vermeidungsverhalten an den Tag legen. Wir gehen nicht mehr in öffentliche Parks, weil dort Clankriminelle sich prügeln und mit Messern attackieren und sogar mit Schusswaffen attackieren. Wir gehen nicht mehr ins Freibad, weil dort Migrantenmobs entsprechend Leute angreifen. Das funktioniert so nicht. Vermeidungsverhalten führt zu einer Verschlimmerungssituation. Alle Bürger sind aufgerufen, ihre Klarfarbe zu bekennen. Das ist ein klares Wort, dem ist nicht beizupflichten. Nun muss man sagen, Sie sprachen gerade vom Personal. Jetzt gestatten Sie mir eine süffisante Einwendung hier. Nun haben wir natürlich eine Verteidigungsministerin, die einen exzellenten Grad der Information hat. Ich habe selber bei der MAN, wir haben früher von Leopard haben wir die Motoren mitgebaut. Das war meine erste Tätigkeit in meinem Leben. Und wenn ich dann höre, sowohl der Gepard als auch der Leopard, die haben zwei solche, die haben zwei dicke Rohre und beide sind sie schwer. Ja, man fragt sich, wie die Truppe darüber denkt. Ich weiß es, aber ich werde es nicht hier öffentlich kundtun. Ist es auch aufgrund der medialen Berichterstattung, wir haben ja jetzt erlebt, das informelle Treffen bei uns in Elmau, hier in Garmisch, Zugspitze, hat übrigens 166 Millionen gekostet, informelles Treffen. Informelles Treffen 166 Millionen. Es sind acht Mercedes-Busse angezündet worden. Das war allen Beteiligten der Informationszunft nur eine kurze Meldung wert. Acht Autos sind angezündet worden. Man vermutet, man hat den Verdacht aus der rechtsextremistischen Szene. Jetzt gehen wir mal davon aus, es wäre der Verdacht gewesen, das wäre irgendjemand gewesen, der Äußerungen gebracht hätte, die nicht zu tolerieren sind, aber die mit Rechtsextremismus zu tun haben. Es wäre doch eine Sondersendung in der, nach der Tagesschau gewesen. Ja, mit Sicherheit. Also nicht nur das Beispiel von Ihnen jetzt. Jetzt stellen wir uns doch mal vor, Rechtsextreme hätten ein Freibad so zerlegt, wie das jetzt in Berlin passiert ist. Im Übrigen war es nicht nur ein Vorfall, es waren sogar zwei Ja. Vorfälle. Zweimal. Aber was meinen Sie, was da los wäre in dieser Republik? Was meinen Sie, welche Sondersendungen, Sonderausstrahlungen, also da würde nur noch dieses Thema bestehen? Oder denken Sie an die Clan-Auseinandersetzungen in Essen, wo auf öffentlicher Straße mehrere hundert Leute sich mit Messer, Beilen, Schusswaffen attackieren? Stellen Sie sich das mal vor, das würde von Rechtsextremen verübt. Also da würde dann die richtige Priorität gesetzt, dort wären dann alle wach und sensibel, aber hier passiert das genau nicht und es passiert nicht aus ideologischen Gründen. Man möchte einfach sich nicht eingestehen, dass die verfehlte Migrationspolitik, im Übrigen nicht erst seit 2015, sondern schon die letzten 30, 40 Jahre zu diesen verheerenden Folgen geführt hat. Und Herr Weber, ich habe mittlerweile den Eindruck, da hier nur halbherzig reagiert wird, da hier nicht wirklich effektive Maßnahmen zur Problembeseitigung ergriffen werden, dass diesen Politikern, die hier für die Sicherheit Verantwortung tragen, der Mut fehlt. Ich glaube, sie haben mittlerweile Angst, wenn effektive Maßnahmen ergriffen würden, könnte es zu entsprechenden Gegenmaßnahmen der Clans führen. Und das, befürchten sie, bekommen sie nicht mehr in den Griff. Anders kann ich mir das alles nicht mehr erklären. Sie haben den Herrn Wendt vorher angesprochen. Herr Wendt ist CDUler, durch und durch. Die CDU hat überwiegend die Migrationspolitik der letzten 30, 40 Jahre, natürlich auch noch ein Stück weit die SPD, zu verantworten. Und die ist das zentrale Kernproblem. Das, was heute der Miri-Clan ist, war vor 40 Jahren eine Flüchtlingsfamilie aus dem Libanon. Unsere völlig überzogene Toleranz, unsere fast schon selbstkasteiende Art, ja nichts zu kritisieren, was mit Migration zu tun hat, das hat zu diesen Zuständen in unserem Land geführt. Und wir müssen jetzt endlich mal das tun, was wirksam ist. Um nur kurz ein paar Dinge aufzuzählen. Wir müssen jetzt endlich einen effektiven Grenzschutz durchführen. Nicht das, was die Frau Faeser gemacht hat, jetzt ein neues Grenzschutzregime mit der Europäischen Union vereinbart, wo die Länder letzten Endes sämtliche Flüchtlinge aufnehmen, sich dazu bereit erklären und andere eben nicht. Was bedeutet das im Ergebnis dann, dass alle wieder nach Deutschland kommen, weil wir die höchsten Sozialleistungen haben? Wir müssen endlich schauen, dass wir die illegal Aufhältigen abschieben, abschieben, abschieben. Kriminelle, Schwerverbrecher abschieben, abschieben, abschieben. Dort, wo Staatsanwaltschaften
doppelte Staatsbürgerschaften vorhanden sind, müssen dies deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden. Auch diese Leute müssen abgeschoben werden. Wir brauchen eine Beweislastumkehr beim Vermögensnachweis. Es kann doch nicht sein, dass eine Villa von einem Clansohn für 7,1 Millionen gekauft wird und niemand weiß, woher das Geld kommt. Das ist schlicht, das sind untragbare Zustände. Effektive Maßnahmen sehen so aus, wie ich sie gerade gesagt habe. Natürlich noch ergänzt durch ein Bündel weiterer Maßnahmen, auf die ich jetzt aber aus Zeitgründen verzichten möchte. Und solange wir das nicht tun, solange nicht Politiker mit dem Mut zur Durchsetzung der staatlichen Maßnahmen an den entsprechenden Stellen sitzen, solange wird sich dieser Zustand wahrscheinlich nicht ändern. Erklären Sie mir mal bitte, wie es europaweit und weltweit möglich ist, russisches Vermögen, ich bewerte nicht, ob es richtig oder falsch ist, russisches Vermögen einzufrieren, Yachten, Villen, Learjets zu beschlagnahmen und bei Clans getraut man sich das nicht, beziehungsweise macht es nicht, ob man sich nicht getraut, Fragezeichen. Aber diese Frage sollte doch mal im Bundestag besprochen werden. Warum? Nochmal, ich bewerte nicht, ob es richtig oder falsch ist, keine Frage. Aber warum ist es möglich, das im Fall von russischen Vermögen zu machen und sagen wir hier im Sinne dessen, wie wir es in allgemeiner Leben vom arabischen Vermögen nicht? Das lässt sich fast mit einem Satz beantworten, weil im Falle des russischen Vermögens der politische Wille da ist und im Fall der Clans eben nicht. Damit haben wir eine bittere Erkenntnis. Ich darf Ihnen jetzt zwei Überschriften einblenden. So herrschen die Clans an unseren Schulen, protzen, prügeln, provozieren. Und hier haben wir die Macht der Clansöhne in unseren Klassenzimmern. Das ist ein Aufschrei, den wir hören. Nur, und Sie hatten Herrn Wendt gerade angesprochen, wir haben ja mit ihm auch oft Interviews gemacht. Und menschlich mag er ja doch Züge haben, die sehr verständnisvoll sind und nachvollziehbar. Aber im Endeffekt ist so, er ist Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft. Und es wundert mich, dass eigentlich außer Verlautbarung nichts kommt. Es sind Ankündigungen, wenn wir die dann verfolgen, passiert nichts. Haben die Herrschaften Angst um ihre Position, ihre Amt und Würden? Das vermag ich im Ergebnis nicht abschließend zu bewerten. Da mögen verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Aber Fakt ist, dass die Gewerkschaften, insbesondere die Polizeigewerkschaften, die ja eigentlich wesentlich vehementer die Interessen auch der Polizeibeschäftigten vertreten müssten, denn die sind es ja, die Kollegen des Streifendienstes, der Bereitschaftspolizei, die dann an vorderster Linie dort diese Ausschreitungen dann klären müssen, die im Rahmen dieser Ausschreitungen dann verletzt werden und, und. Also die Gewerkschaften treten nicht so ein für ihre Beschäftigten, wie es aus meiner Sicht notwendig wäre. Und natürlich kann ich dort nicht ausschließen, dass man befürchtet, wenn man dort einen anderen Kurs fahren würde, dass es dann zu einem Verlust der Privilegien führen könnte. Aber das ist Spekulation. Fakt ist auf jeden Fall, sie tun de facto zu wenig. Sie beklagen immer die Situation, aber fordern dann letzten Endes zu wenig ein. Und die AfD, die das fordert, was wichtig und richtig für die Sicherheit und damit auch für die Polizeibeamten in unserem Land ist, die wird von diesen Gewerkschaften geschnitten. Und das halte ich für einen sehr großen politischen Fehler und im Ergebnis auch für einen Skandal. Denn man kann ja nicht als Gewerkschaftsboss immer weiter zusehen, wie die Sicherheit dieses Landes sehenden Auges an die Wand gefahren wird. Und dann immer noch mit denen kooperieren, die nicht bereit sind, die Sicherheitslage wieder zu verbessern. Das ist ja eben das Erstaunliche. Und hier ist es ja auch letztlich so, dass ja innerhalb der Gewerkschaften oder jetzt vom Innenministerium, wir nennen sie Faeser nochmal zu nennen, ja durchaus Maßnahmen in Gang gesetzt wurden, um Menschen, die jetzt keine Stammtischparolen, aber bürgerliches Denken, Sicherheitsdenken an den Tag legen, die Werte, Kultur und Heimaten in den Vordergrund stellen, dass die befürchten müssen, im Dienst Repressalien zu erleben. Sehen Sie das auch so? Ja, in der Tat haben wir es im Bereich der Meinungsfreiheit hier mit einem wirklich aus meiner Sicht eklatanten Problem zu tun. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat jetzt einen neuen Phänomenbereich beschrieben, nämlich die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates.
Wenn Sie dann die Ausführungen anschauen, was der Verfassungsschutz darunter versteht, dann versteht er darunter nicht mehr nur den Schutz der Demokratie an sich, sondern er bezieht jetzt neuerdings auch den Schutz der Repräsentanten dieser Demokratie ein, sprich zum Beispiel Regierungsvertreter. Und wenn Sie dann weiterlesen, was der Verfassungsschutz darunter versteht, dann steht dort allen Ernstes, der Verfassungsschutz führt dieses Phänomenbereich ein, weil er befürchtet, dass durch eine zu überspitzte, das sind jetzt meine Worte, und zu pointierte Kritik an der Regierung, das Vertrauen in den Staat geschädigt werden könnte, beziehungsweise verlustig gehen könnte. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet, Herr Weber. Sie und ich, wir kritisieren die Regierung zu Recht immer wieder für die massiven Fehlentwicklungen in unserem Land. Und natürlich bedienen wir uns da auch einer pointierten, in Teilen auch einer überspitzten Sprache, weil wir natürlich Botschaften senden wollen. Aber das ist in einer Demokratie, zumindest in einer funktionierenden Demokratie, völlig legitim. Und das, was der Verfassungsschutz jetzt hier macht, ist, dass er eigentlich legitime Meinungen sozusagen zum Beobachtungsgegenstand erklärt. Und dass das eine Gefahr für die Meinungsfreiheit bedeutet, ist doch ganz klar, weil dadurch, dass der Verfassungsschutz eben keine objektiven Kriterien aufstellt, sondern das einfach mal so nebulös im Raum stehen lässt, wird sich jeder Bürger zukünftig zweimal fragen, ja, kann ich das jetzt noch sagen oder kann ich das nicht sagen? Und hier überschreitet der Verfassungsschutz aus meiner Sicht ganz klar seine Kompetenz. Es ist geradezu wesensimmanent für eine Demokratie, dass eine Regierung massiv, auch mit Überspitzung und Pointierung, kritisiert werden darf. Und deshalb brauchen wir hier so schnell wie möglich aus meiner Sicht wieder eine Kurskorrektur für den Verfassungsschutz. Der setzt letzten Endes auch um in Absprache mit der Innenministerin, was hier zu tun ist. Aber das bedeutet die Diskreditierung legitimer Proteste auf unseren Straßen, wenn sie nicht den Regierenden genehm sind. Und das kann ja so nicht wahr sein. Nun, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wir haben natürlich einen Verfassungsschutz, der, es sind Beamte und Beamte sind nun mal auch ein hohes Maß an Weisungsgebundenheit. Wir haben jetzt den Herrn Haldenwang, wir haben ja Hans-Georg Maaßen oft bei uns als Interviewgast, wir haben auch gemeinsam Film miteinander gedreht. Solche Leute sind halt nicht gefragt, die zwar politisch das Parteibuch der CDU tragen, aber sich erlauben doch Dinge zu sagen, die den Inlandsgeheimdienst ausmachen, nämlich die innere Sicherheit. Ja, schauen wir uns doch mal eine Grafik an. Wir erinnern uns alle an diese schreckliche Tat von Würzburg. Ein Somalier hat drei Frauen getötet mit einem Messer. Und was das Erstaunliche ist, ich blende die Grafik mal ein. Würzburg-Vernehmung des Messerstechers wird angezeigt. Natürlich hier unter unter der Persönlichkeitsrechteschutz. Gesicht ist abgedeckt. Natürlich eine Dolmetscherin mit dabei. Man fragt sich, diese Leute werden von uns alimentiert, kommen hierher. Es ist erstaunlicher, Hess, dass bereits so überspitzt gesagt, pointiert gesagt, 10 Minuten nach der Tat feststeht, der ist psychisch gestört und muss sicherlich hier zunächst mal einem Gutachter vorgestellt werden und landet dann zwangsläufig, 8 von 10 Taten landen in der Psychiatrie. Komisch. Das ist aus meiner Sicht ein handfester Skandal, Herr Weber. Ich habe immer gefordert, dass wir Taten, die nach dem Modus operandi von IS-Terroristen oder von islamistischen Terroristen begangen werden, und in Israel ist es gang und gäbe, dass mit dem Messer von islamistischen Kämpfern Terroranschläge begangen werden. Und solange dieser typische Modus operandi vorliegt und es keine Anhaltspunkte für eine gegenteilige Lage gibt, ist von einem islamistischen Terroranschlag auszugehen. Das wäre die richtige Umgangsweise mit solchen Taten. Das Gegenteil wird gemacht. Und wissen Sie, zwei Dinge sind in diesem Zusammenhang wichtig. Erstens, durch die Einstufung als geistesgestört, als psychisch krank, entfallen sämtliche Entschädigungsansprüche, die Opfer von Terroranschlägen gegenüber dem Staat hätten. Zweitens ist es so, dass, wenn Sie sich das mal näher betrachten, im Bereich Rechtsextremismus, Sie erinnern sich an die Tat von Hanau, wo eine Person, die war nachweislich psychisch krank, die erste Stellungnahme des BKA hat gelautet, diese Person ist psychisch krank, rechtsextremistische Bezüge sind nicht zu erkennen. Also, das sind jetzt meine Worte.
Und dann ging auf einmal der Shitstorm los. Dann hat es geheißen, nein, 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 das war nur die Meinung eines Sachbearbeiters, hier wird noch weiter geprüft. Und Sie müssen überlegen, trotz nachgewiesener schwerster psychischer Krankheiten wurde das dem Phänomenbereich rechts zugeordnet. Und beim islamistischen Phänomenbereich tut man genau das Gegenteil. Ich sage noch einmal, das ist ein handfester Skandal, weil zum einen damit für die Angehörigen keine Entschädigungszahlungen da sind, zum zweiten die Statistik natürlich massiv verfälscht wird. Und diese Zustände in unserem Land, die sind eben alle politisch gewollt. Und das muss eben beim Bürger zur Einsicht gelangen, dass das keine Zufälle sind, sondern dass das natürlich alles nur die, sage ich mal, grundsätzliche politische Linie der Regierung decken soll. Weil wenn wir mit entsprechend einer größeren Zahl auch statistisch von Terroranschlägen argumentieren könnten, dann käme die Regierung in wesentlich größere Erklärungsnöte, als sie derzeit sowieso schon ist. Und wir erleben jetzt auch natürlich die mediale Berichterstattung. Liebe Zuschauer, ich erinnere nur an Oslo, diese schreckliche Tat, als zwei Homosexuelle von einem, wie es zunächst hieß, ein Norweger mit iranischen Wurzeln. Und dann wurde bekannt, es ist ein islamistischer Terroranschlag, was dort passiert ist. Wie berichtet die Tagesschau oder Morgenmagazin? Ein 45-jähriger Mann, drei Tage später, ist ein 45-jähriger Mann. Das heißt also, man versucht hier ja nicht den Eindruck erwecken zu lassen, dass die Migration fehlgeschlagen ist. In Deutschland, die Hauptlast der Migration in Europa mittragen, derjenigen, die hier bleiben und alimentiert werden. Und das wird in dieser Form nun weitestgehend verschwiegen. Ich frage mich nur, wenn wir jetzt überlegen, es sind so und so viele junge Männer nach Deutschland gekommen, im durchaus arbeitsfähigen Alter. Ich frage mich, warum wir 2000 Kräfte jetzt zur Abfertigung von Fluggästen benötigen aus dem Ausland. Das ist eine Frage, die sollte sich doch jeder mal zu Gemüte führen. Ich darf Ihnen jetzt mal eine Veröffentlichung einblenden, die ist von der Welt. Die ist jetzt drei Tage alt. Deutschland ist dumm, von einem türkischen Mitbürger. Deutschland ist dumm, es lässt jeden rein und schmeißt niemanden raus, sagt ein Türke. Und hier muss ich mal eines klipp und klar sagen. Ich kenne viele Leute aus den arabischen Ländern, aus der Türkei. Einfach top. Möchte ich nicht missen. Möchte ich nicht beim Sport missen. Möchte ich nicht im Arbeitswesen missen. Aber ich muss das Recht haben zu sagen, du benimmst dich hier in unserem Land völlig daneben. Du hast hier nichts verloren, so wie es in jedem anderen Land der Welt üblich ist. Meine Frage, haben Sie die Hoffnung, dass die Medien langsam begreifen, dass sie auch ihre Berichterstattung ein wenig ändern müssen? Ich vermag das nicht zu erkennen. Ich sehe hier nirgendwo Anhaltspunkte dafür, dass das korrigiert wird. Im Gegenteil, es wird ja immer mehr in die verharmlosende Richtung entsprechend berichtet. Also das wird nur politisch zu lösen sein, weil die Medien ja auch über ihren Pressekodex zum Beispiel dort klar normiert haben, dass natürlich über den Hintergrund, also über die Nationalität des Täters nur zu berichten ist, wenn es für den Sachverhalt von einer wesentlichen Relevanz ist. Und Sie sehen ja, selbst bei islamistischen Terroranschlägen spielt das jetzt auch plötzlich keine Rolle mehr. Also hier wird wirklich auf eine Art und Weise berichtet, die, man muss das schon so sagen, nicht alle Medien, ja, man soll ja hier nicht verallgemeinern. Es gibt ja auch Medien, wo das doch noch thematisiert wird, aber die überwiegende Mehrzahl der Mainstream-Medien, dort wird eine klare, verharmlosende Berichterstattung betrieben. Dort wird eine, verzeihen Sie mir den Ausdruck, eine Hofberichterstattung betrieben. Man setzt sich, die eigentliche Aufgabe der Medien wäre ein kritisches Auseinandersetzen mit dem Regierungshandeln, die sogenannte Wächterfunktion der vierten Gewalt der Medien, das findet heute nach meinem Empfinden zu einem sehr, sehr großen Teil nicht mehr statt. Es ist hier sozusagen von einem Medienversagen in unvorstellbarem Ausmaß zu sprechen. Und weil Sie mich gefragt haben, ich sehe keine Anhaltspunkte dafür, dass das korrigiert wird. Sie wissen ja auch, dass bestimmte Verlagshäuser und Zeitungen auch entsprechend finanzielle Mittel der Regierung, von der Regierung bekommen. Und insofern steht leider zu befürchten, dass das sich nicht ändern wird. Der Bürger muss selber erkennen, dass er jetzt in die Bewegung kommen muss. Er muss jetzt dafür sorgen, dass er Druck aufbaut auf die Regierenden. Er muss dafür sorgen,
dass er seine Rechte auch auf der Straße entsprechend durchsetzt, indem er entsprechend, so wie bei den Montagsspaziergängen im Zusammenhang mit den Corona-Restriktionen, indem er einfach Druck über die Straße macht. Das Daheimsitzen, sich aufregen beim Bier oder am Stammtisch, das reicht wirklich nicht mehr aus. Und die Entwicklung der letzten 5, 6, 7 Jahre hat doch jedem klar gezeigt, dass wir mittlerweile in eine Schieflage kommen, die existenzbedrohend für unsere Nation wird und ist. Und deshalb sind wir alle gefordert, jetzt aufzustehen. Das ist ein Aspekt. Und liebe Zuschauer, das Thema Existenz, ich darf in eigener Sache kurz etwas einblenden. Wir haben jetzt eine Möglichkeit geschaffen, dass Sie uns während der Sendung anrufen können. Und zwar die 0137 777 04771. Der Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 1 Euro. Vom Handy kann es etwas teurer sein. Ich darf Ihnen noch eine Grafik einblenden, und zwar, sie ist auch von der Welt, und das wissen die wenigsten, das ist das Erstaunliche. Dort heißt es: Integrationsoffensive für unerlaubte eingereiste Migranten. Das erste Migrationspaket der Ampel sieht erhebliche Erleichterungen vor. So plant die Koalition eine schnellere Vergabe von Aufenthaltstiteln und Sprachkurse für Asylbewerber mit geringen Bleibechancen. Aber das trifft doch genau wieder in die andere Richtung dessen, was Sie sich jetzt wünschen. Ja, natürlich. Genau das ist das Problem. Also man, statt die Grenzen effektiv zu kontrollieren und illegale Zuwanderung zu unterbinden, macht man die Tore noch weiter auf. Man schafft durch diese Veränderungen jetzt auch in der Alimentierung, denn der Aufenthaltstitel hat Auswirkungen auf die Alimentierung. Sie haben vielleicht auch mitbekommen, dass man jetzt im Bereich der Flüchtlinge, zumindest im Bereich der ukrainischen Flüchtlinge, denen gleich einen Anspruch auf Hartz IV mit allen damit im Zusammenhang stehenden Geldleistungen zugesteht. Das ist doch verheerend. Das ist doch, Herr Weber, das muss man in dieser Deutlichkeit sagen, Wahnsinn. Das bedeutet, dass wir die ohnehin schon bestehenden Pull-Faktoren, dass wir die noch verstärken. Das heißt, Deutschland wird für Migranten, Flüchtlinge aus aller Welt noch viel attraktiver. Und das ist eben das Verheerende. Das Gegenteil müsste gemacht werden. Unsere Städte sind ja jetzt schon überfordert, wenn Sie diese ganzen Ghettoisierungen, Ghettobildungen sich mal anschauen, wenn Sie die offenen Auseinandersetzungen der Clans auf den Straßen anschauen. Also da wird jetzt immer mehr reingeholt. Und es ist ja nicht nur die AfD, die warnt. Ja, es sind ja auch unsere entsprechenden Dienste und die Sicherheitsbehörden, die warnen, dass wenn Sie zum Beispiel aus dem Bereich Nordafrika sehr, sehr viele Zuwanderer reinlassen, dass die aufgrund ihres anderen, auf ihrer anderen Gesellschaftsstruktur, die sie kennen, diese Clanstrukturen, dass sie dieses Problem nur noch verstärken. Das heißt, zu den sowieso schon bestehenden Clanstrukturen kommen dann auch noch nordafrikanische Clans dazu. Der letzte ist jetzt wieder die Grenze gestürmt worden von mehreren hundert, wenn nicht gar tausend Nordafrikanern, und Europa hat dem nichts entgegenzusetzen. Und das Gegenteil müssen wir tun, Herr Weber. Wir müssen die Signale in die Welt völlig anders gestalten, wie wir das derzeit tun. Wir müssen die Geldleistungen komplett streichen. Wir müssen sie durch Sachleistungen ersetzen. Wir müssen die Festung Europa endlich aufbauen. Wir müssen sagen, nein, illegale Migration wird bei uns nicht stattfinden. Ihr kommt nicht bei uns rein. Und zum Umgang mit den entsprechenden Flüchtenden bzw. Armutsmigranten, wie auch immer man sie nennen mag, da verweise ich mal auf Großbritannien. Die zeigen, wie man es machen kann. Die sind aus der EU ausgetreten. Die haben entsprechend jetzt ganz andere Möglichkeiten wie wir, weil sie nicht mehr in dieser Form der EU-Rechtsprechung unterliegen. Ja, und die sorgen eben jetzt dafür, dass entsprechende Drittstaaten die Personen aufnehmen, die Einlass in Großbritannien begehren, und dann dort das Verfahren durchgeführt wird. Und wenn Sie sich vor Augen halten, dass bei uns lediglich um die 2% überhaupt asylberechtigt sind, dann sehen Sie mal, was das im Ergebnis für uns bedeuten könnte, wenn wir es genauso verfahren würden. Also von den richtigen Leuten lernen, von Großbritannien lernen, heißt siegen lernen und jetzt endlich die Maßnahmen umsetzen, die die illegale Migration begrenzen und damit auch zwangsläufig die innere Sicherheitslage in Deutschland verbessern. Ich ergänze das noch um Viktor Orban. Wir machen oft Interviews mit Jan Mainka, Budapester Zeitung. Auch hier, liebe Zuschauer, da kann ein Schwulenpaar oder ein Lesbenpaar kann durch Budapest gehen, ohne dass etwas passiert. Und ich frage mich, ob das in Berlin, Neukölln oder Kreuzberg auch möglich ist. Oder in Essen oder Duisburg in den entsprechenden Vierteln. Wo eher nicht.
Ich darf Ihnen noch mal etwas einblenden. Da war Journalismus noch sehr lesenswert und hörenswert. Ein Journalist, Peter Schollatour: Wer halb Kalkutta aufnimmt, rettet nicht Kalkutta, sondern wird selbst Kalkutta. Peter Schollatour, Journalist und Publizist. Ich glaube, Herr Hess, wir sind uns einig, da war noch Journalismus etwas, das seinen Namen die Ehre gemacht hat mit solchen Leuten. Bericht aus Bonn und so weiter. Da sind Fragen gestellt worden. Liebe Zuschauer, wenn wir jetzt oft gefragt werden, ja, Sie reden ja nur mit der AfD, wir laden auch andere mit ein, die würden auch gerne kommen. Nur haben Sie in Ihren Fraktionen, haben Sie halt Angst, dass Sie dann in irgendwelcher Form eine Berührung hätten mit Auftritten mit AfD-Abgeordneten, Landtag- und Bundestagsabgeordneten. Nun muss man sagen, wenn wir uns Martin Hess anschauen, schauen wir uns seine Vita an aus dem Polizeidienst. Ein Mann, der Dinge sagt, die einfach nicht zu widerlegen sind. Und jeder, der meint hier Vielfalt und Bunt und Toleranz, ja, liebe Zuschauer, dann versucht doch mal diese Vielfalt und diese Toleranz und diese Buntheit in den Ländern auszuüben, wo viele dieser Aufrührer hier bei uns, wo die herkommen. Und das lässt sich dann relativ schnell beantworten. Das Erstaunliche ist, liebe Zuschauer, und das ist meine Meinung, wir sind eine Wohlstandsgesellschaft und wahrscheinlich muss man erstmal wirklich auf die Schnauze fallen, ich darf es so salopp sagen, um zu sagen, Mensch, was ist denn passiert? Ich darf Ihnen zum Schluss nochmal die Dame einspielen, über die wir sehr viel gesprochen haben, nämlich Frau Faeser. Ja, Sie haben es gehört, der Rechtsextremismus ist und bleibt die größte Gefahr in Deutschland. Wir wollen ein Fenster öffnen, das auch andere Seiten mit zeigt, und dazu haben Sie wirklich Rede und Antwort gestanden. Wie geht es jetzt in Berlin weiter? Jetzt sind doch irgendwann die Sommerpause kommt doch. Ja, in der Tat, wir haben jetzt noch eine Plenumswoche. Dort werde ich dann meinen Antrag zur Bekämpfung des Linksextremismus einbringen, denn auch das widerspricht dem, die Lage im Bereich Linksextremismus widerspricht der Aussage der Innenministerin, dass Rechtsextremismus die größte Sicherheitsgefahr sei. Wir haben mehr linksextremistische Gewalttaten in Deutschland wie rechtsextremistische. Wir haben mehr Linksextremisten in Deutschland wie Rechtsextremisten. Und insofern bedarf es hier eben auch einer Reaktion, wenn Sie sich anschauen, was im Rahmen der sogenannten Klimaproteste hier alles passiert, wenn eine Luisa Neubauer androht, eine Rohölpipeline zu sprengen und dann nachher das nur als Witz abtut und das dann tatsächlich die Sicherheitsbehörden nicht interessiert, dann sehen wir das auch auf dem linken Auge, die Frau Faeser quasi sowieso schon total blind ist. Und hier gilt es dann, die entsprechende Ministerin daran zu erinnern, dass sie hier für die Sicherheit zu sorgen hat und entsprechende Maßnahmen umzusetzen hat. Wie gesagt, am Mittwochabend werde ich dazu eine Rede im Deutschen Bundestag halten, unseren Maßnahmenkatalog vorstellen. Denn auch hier müssen wir aufpassen, Herr Weber, die Klimaproteste werden immer stärker von Linksextremisten unterwandert. Und ich habe Sorge, wenn jetzt schon so offen von den Redelsführern gesprochen wird im Hinblick auf Sabotageakte und Gewalt gegen Sachen. Das kennen wir alles von der RAF, Sie werden sich noch erinnern, da war es auch zuerst Gewalt gegen Sachen und dann war es die Gewalt gegen Personen. Und wenn Sie sich auch die Rhetorik dieser Klimaproteste anschauen, die ja überhaupt gar nicht mit einem Wohlstandserhalt in unserer Gesellschaft einverstanden worden sind, die ja im Kern mit ihren Forderungen wollen, dass wir wieder zurück in die Steinzeit gehen, um das Klima zu retten, dann habe ich da größte Befürchtungen, dass hier tatsächlich auch in naher Zukunft Gewalt gegen Personen erfolgen könnte. Und das gilt es schon im Ansatz zu unterbinden. Würde mich freuen, wenn wir diese Berichterstattung noch hätten von Ihrer Rede, von Ihrer, die Sie im Bundestag halten, von Ihrer Vorlage, und würde Ihnen die Bitte abverlangen und die Zuschauer wahrscheinlich auch, können wir darüber mit Ihnen sprechen? Natürlich, jederzeit, Herr Weber. Ich sage recht herzlichen Dank für Ihre Zeit, auch bei Ihnen, liebe Zuschauer. Wir freuen uns, dass Sie zugeschaut haben. Bitte teilen Sie dieses Video, abonnieren Sie unseren Kanal und denken Sie dran, liebe Zuschauer, Sie sind es, die diesen Kanal aufrechterhalten. Ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ich ebenso. Bis dahin, gute Zeit.